Reisen, bei denen es eng zugeht. Das Gemeinschaftsgefühl hat in dieser Pokalphase große Bedeutung. Was wir machen, machen wir es zusammen. Dann kriegen wir es auch hin und werden sie dann auch ärgern. Der SV Wilhelmshaven hatte vor wenigen Wochen gerade mal 4 Mann unter Vertrag. Trainer Farad Toku, auch er neu, ist noch dabei, seine Mannschaft kennenzulernen. Auch die Spieler sind sich noch irgendwie fremd. Ja, sagen wir, im Groben kennt man den Namen, aber manchmal verredet man sich schon noch ein bisschen, weil es dann 19 Neuzugänge, wo wir haben, und es dauert noch ein bisschen. Nur durch den Drittliga-Aufstieg von Holstein Kiel blieb Wilhelmshaven in der Regionalliga. Einige Spieler wurden vor 4 Tagen erst verpflichtet. Unter anderem ein phänomenaler Torwart, Aaron Siegel. Der 23-Jährige stand im Zweitligakader von Ingolstadt, kam aber nie zum Einsatz. Hier verhindert er in der 16. Minute das 1:0 durch Aubameyang. Es steht dank Siegel lange 0:0. Der Freistoß von Schachin abgewehrt, ebenso den Kopfball von Aubameyang. Der BVB ging von einer wesentlich einfacheren Aufgabe aus. Dank Aaron Siegel gab es auf jeden Fall schon einmal eine kleine Überraschung. Halbzeitstand 0:0. Welche Themen gab es in der Kabine zur Pause, als es 0:0 stand gegen den Champions League-Finalisten? Ja, welche Themen gab es? Wir wollten weiter Gas geben. 0:0 in der Pause ist natürlich sehr gut für uns. Aber wir haben uns schon gesagt, es ist nur 45 Minuten an. Das Pausenprogramm draußen wollen wir auch nicht verschweigen. Die Kleingruppe, Hans und die Torjäger. Noch größeres Starpotenzial aber zwischen dem Pfosten, Aaron Siegel, an dem sich Borussia Dortmund abarbeitet. Die Elf von Farad Toku hält immer noch das 0:0 und dann die 67. Minute. Ein Konter des SV Wilhelmshaven. Tim Scheffler. Und zum ersten Mal wird Mitch Langerak, der anstelle von Weidenfeller im Tor stand, richtig benötigt. 71. Minute. Der eingewechselte Marvin Ducksch und Kevin Großkreuz zum 1:0 für den BVB. Siegel ist zum ersten Mal überwunden. Nach Pass von Schahin sind es 2 neue junge Dortmunder für das 2:0 zuständig. Vorbereitung des hochtalentierten Hofmann und das Tor des 19-jährigen Ducksch. Erstes Pflichtspiel, erstes Tor. Ja, ich war sehr überrascht damit. Ich habe natürlich jetzt auf meine Chance gewartet und immer wieder gehofft, dass er mich noch bringt. Und ja, es war soweit. Und ein Dank. Kaum zu beschreiben gerade. Hofmanns Vorlage leitet auch das 3:0 ein. Technisch stark gemacht von einem keineswegs unmotivierten Robert Lewandowski. Haben uns bemüht, mal besser, mal schlechter. Ja. Und es ist 3:0 geworden. Weitergekommen. Für Wilhelmshaven beginnt am nächsten Wochenende die Regionalligasaison. Zurück bleiben nur Souvenirs nach einem großen Kampf.